Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von F1 2020 zusammen mit den anderen beiden Boys. Und ja, Jan hat schon angesprochen, Regen im kompletten Rennen, das heißt 0 Punkte für alle uns, also für alle eigentlich. Du kannst es eigentlich hier schon vergessen, also von daher, ja, schauen wir mal, ne? Also ich habe wirklich Angst. So Leute, wir fahren auch mal ein bisschen raus, das ist gerade meine Outlap. Man sieht schon, dass ich ein neues Outfit habe. Ja, das geht ja jetzt schon nicht mehr. Ich habe ein neues Outfit, Leute. Das hat man auf den Thumbnail schon ein paar Mal gesehen. Jetzt auch hier im Video. Auf dieser Strecke nicht unbedingt das Beste, um es einzuweihen, aber naja, machst du nix. Also ich erhoffe mir 0,0. Wenn ich zwar vorne starte, so ist nicht schlecht, aber wir haben es in Monaco schon gesehen. Regen killt mich komplett. Mit ABS aus bin ich absolut nicht gewohnt zu fahren, vor allem im Regen nicht. Und wenn du da einen Mini-Fehler machst, kannst du es knicken. Das hat man in Monaco gesehen und hier ist es eigentlich eine ähnliche Strecke und mit ähnlichen Bedingungen jetzt. Also das nervt einfach nur noch. Kann jetzt nicht viel machen. Und ich will ja nur sagen, dass du Regen eingestellt hast, weil du im Zeitfahren Regen angemacht hast. Ich sag, aber habe ich es nicht gesagt, dass es ein Zeichen ist? Da wieder Mike Sheet. Ich sag es dir mal, Micha. Ja. Sheet, ja. Oh nein, roter Frontflügel. Ich muss wieder an die Box. Ey, weil ich ausweichen musste, weil ich keine Strafe bekommen wollte wegen Überholen lassen. Mann, das nervt mich. Oh, Verstappen, Micha, hat eine Zeit gefahren. Ja. 1,45. Jetzt komme ich hinterher. Micha, wie viel Zeit habe ich noch? Genug, 10 Minuten. Also 10 Minuten. Ja, 10 Minuten. Das ist locker noch so. Dass du das nicht siehst, das ist voll dumm. Ja, das sieht man nicht. Das muss man einstellen. In der Box musst du es auch sehen. Na, das sieht ja, in der man. Box, aber ich bin ja nicht in ich sehe das auch draußen, ah, ja, das musstest du, glaube ich, einstellen. Hab dir das doch extra gesagt. Aber ich habe keine Option gefunden. Das, ich sehe das ich erst. Ich habe zwar sau klein, aber ich sehe das da. Das ab schon paar Minuten oder so wird mir das erst angezeigt. Das geht dann wahrscheinlich automatisch, das andere muss man einstellen. Komisch. Aber ich weiß jetzt, warum die mich in den anderen Rennen nie überholt haben, wenn ich meine Inlap gemacht habe. Wenn mein Benzin doch immer alle war. Dadurch gab es immer, wo ich gefahren bin, gelbe Flaggen. Die durften mich nicht überholen. Das war das Problem. Na, weiß ich nicht. Manchmal wollen die dich nicht überholen. So wie ihr, sondern ich war eine gelbe Flagge. Du warst eine gelbe Flagge. Er war sie einfach. Ja. Hey, ich bin schon Vorletzter. Nur noch Mike ist hinter mir. Ja, lang nicht mehr. Außer ich fahre mir jetzt mal einen Reifen kaputt. Aber das sieht jetzt nicht. Du vor mir sein. Sieht nicht danach aus. Sieht danach Hotlap aus. Ja, Mike ist ja eh schon Erster. Also. Ja, jetzt für einen Moment vielleicht. Weiß ich auch noch nicht genau. 3 Sekunden vorne wahrscheinlich vor der Kette. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es aber. 1 Sekunde. Echt? Ja, safe. Fahre ich nicht mehr raus. Also ich glaube wirklich nicht. Wenn ich echt über eine Sekunde oder wie viel ungefähr? Nee, nicht über eine Sekunde. Das sind... Seh's nicht. Da ist ein Baum im Weg. Du bist 1,44 irgendwas gefahren, der andere ist 1,45,3 gefahren. Ach, 1,44,6 ist nicht ja. Für eine weitere Runde. Der und er ist 1,45,3. Ah, so, das jetzt passt war schon. Ich ein drittes Mal raus. Das passt schon, Leute. Ich würde sagen, wir belassen es dabei, auch wenn wir nicht vom Platz 1 starten. Da ist kein Bock mehr, also von daher... Hab keinen Bock mehr. Ja, okay, ich gar nichts. Oh, ich fahr mal den Reifen ab. Das war so ja, knapp. So, Micha hat die Einführungsrunde schon mal überlebt und ich auch. Und dann wünsche ich euch natürlich ein super cooles Rennen. Wird zwar nicht lang halten, aber nichtsdestotrotz wünsche ich es euch. Viel Spaß, let's go. Ich möchte mal mehr als 15 Runden fahren. Ja, wünsche ich dir. Viel Glück, let's go. Dankeschön. Schaffst du. Crash dich bitte nicht mit Jan. Und nee. Dann hoffe ich. Wird das schon. Boxenstopp, Strategie, irgendwie Undercut-mäßig was hinhauen, dann ist es nice. Ja. Undercut mit Regenreifen. Leute, ihr müsst übrigens sehr, sehr drauf achten. Falls ich als Erster starten sollte, werde ich in der ersten Kurve absolut krass abbremsen. Also, ja, falls. Naja, nein. Ja, falls er losfährt. Eben, mein das meine ich. Dann werde ich absolut abbremsen. Oh Gott, ich hab Angst. Ich fahr los. Ja, absolut. Ja, ich werde absolut abbremsen.
Okay. Ich wäre fast in Jan reingefahren. Ja, das mit dem Abbremsen, mein Auto ist kaputt. Mein Reifen ist ab. Ey, wie oft soll ich es eigentlich noch sagen? Ja! Ey, wir Mann. sind P19, Jan ist so schnell aus dem Rennen raus wie ich aus dem Qualifying. Das ist so. Safety Car! Ich habe aber nichts dagegen eigentlich. Es tut mir zwar leid, aber gegen Safety Car habe ich nichts, also. Man hat das nicht gesehen, dass sie da schon wieder. Aber ich habe gesagt, ich stehe in der ersten Kurve. Es ist so dumm. Ich weiß und ich war mega langsam, aber der Reifen ist trotzdem abgefallen. Es ist so dumm. Naja, Leute, Jan ist raus, Safety Car, wir schauen mal, ich melde mich dann nachher nochmal. 26 Runden geht eigentlich, also wenn der jetzt nochmal irgendwie 4-5 Runden kommt und jetzt auch noch 1-2 Runden bleibt, das wäre ganz geil eigentlich. Aber er geht wahrscheinlich jetzt rein und kommt dann nie wieder. Jan, kannst du nicht mal kurz nochmal auf die Strecke und noch einen Unfall bauen? Lauf einfach mal auf die Strecke, so als Flitzer, so. Ach, Quatsch. Okay, jetzt darf ja, bis ich über Start-Ziel fahre, aber das macht ja nichts. Oh, ich werde überholt. Oh, scheiße, ich auch. Oh Gott. Ich werde auch überholt. Das war kein guter Restart. Digga, ich kann einfach nicht bremsen. Mike ist auf Platz 4. Ja, ich kann nicht bremsen. Ich habe mich wieder voll verbremst mit den Regenreifen. Und bin einfach geradeaus weiter und mich haben direkt drei Leute überholt. Ey, wehe, du schneidest ja, mich jetzt. Ja, überholst ja alle direkt schon wieder über. Also, Digga, die machen so zu. Die machen richtig dicht. Ich hasse Ferrari. Aber ich finde das so krass, weil ABS ist eigentlich nicht so schwer. Ich habe mir das echt schwerer vorgestellt, aber bei Regen ist es halt absoluter Krebs einfach. Das ist halt sau heftig. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,1 Sekunden. Ah, ui. Also ich bin so langsam, ich verliere so viel Zeit einfach. Boah, und ich rutsche wie ein Bekloppter einfach. Michael, hier ist gelbe Flagge, kannst du einen überholen? Okay, oh, Safety Car, yes! Fühle ich! Fühle das richtig! Yes, Leute! Ich bin auf Platz 4 wegen dem Restart vom Safety Car gelandet. Und jetzt kommt noch ein Safety Car wegen Russell. Dankeschön! Leute, es ist Safety Car. Das ist voll gut für Micha, weil er kann die 30 Sekunden jetzt erstmal aufholen. Ich kann jetzt erstmal wieder Zeit aufholen, genau, Mike. Und, für mich natürlich auch. Ich muss mein Auto heile lassen. Weil ich verliere ultra viel Zeit auf die anderen. Ich habe jetzt schon 6,5 Sekunden. Wir ziehen eine alternative Strategie. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A rein? Boah, schlägt mir gerade nicht. Wenn mein Auto heile bleibt, ja. So, ich fahre jetzt am Safety Car Auto vorbei. Ich gehe jetzt, glaube ich, an die Box. Er hat mir gerade eine alternative Strategie vorgeschlagen. Jetzt an die Box und dann nicht mehr. Ist riskant, aber ich gönn's mir mal. Ich komme gleich bei dir raus, Micha. Ich ramm dich gleich weg. Oder ich überhole einfach bei alle. Bei mir raus? Ja, ja. Ich glaube nicht, dass du bei mir rauskommst. Doch, doch. Siehst mich gleich in deinem Auto. Langsamer werden. Kommt so ein Kopf. Du bist also zu schnell. Ja, Delta ist zu niedrig. Ja. Ich hasse dieses Delta, das geht mir so auf den Sack. Deswegen hasse ich auch VSC, das geht mir toll. Richtig auf den Sack. Toll, das war's. Oh. Ah, Mann, Leute, jetzt ist Micha auch raus und... Ich war jetzt an der Box und bin jetzt sauweit hinten. Natürlich sind es jetzt viele Runden, wenn ich jetzt nur einen Intermediensatz behalte, Intermediensatz, Reifen, Dingsbums. Die Frage ist, ob ich überhaupt noch weiterfahre. Man muss halt jetzt mal gucken, also strategiemäßig ist meine Strategie jetzt nicht so schlecht. Wenn der Safety Car jetzt noch ein bisschen draußen bleibt, ich Reifen schone, kann ich mit den Intermediates schon gut durchkommen noch. Andererseits kann es aber auch sein, dass man nochmal an die Box muss und auf Trockenreifen wechselt. Fast alle vor mir müssen noch an die Box oder eigentlich alle sogar. Und dementsprechend ist es nicht so schlimm. Je nachdem, wann die jetzt an die Box gehen, das ist halt so, dass nach Safety Car Start es wieder halt scheiße wird, weil ich echt deutlich schlechter fahre. Ich habe innerhalb von 3-4 Runden auf Vettel 6,5 Sekunden verloren. Also das ist halt schon brutal so, ne? Das ist halt. Ich fahre schon viel, viel schlechter. Dementsprechend kritisch wird das. Ich hoffe natürlich, dass das Safety Car noch ein bisschen bleibt.
dass die dann an die Box gehen. Und ja. Safety Car kommt in was? Dieser Runde rein. Jetzt fährt Safety Car schon rein. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, Scheiße. Dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Okay, Abstand zum Teamkollegen. 3. Alter. Brutal. Aber es war saustark. 4 Plätze gut 4 gemacht. Plätze. In einer Kurve. Ja. Also es war heftig, weil ich Angst hatte, dass ich alles schrotte, aber es war gut. So, Lando. Oh Gott! Oh, Und... Digga, er macht überhaupt gar keinen Platz. Gut gemacht, damit legst du einen Platz weiter vorn. Dann Gasly und Raikön jetzt bitte auch direkt vorbei. Jetzt noch. Jetzt. Gott, ist der irre. Ja, ich weiß. Du hast gesagt jetzt. Oh Gott! Jetzt. Scheiße, habe ich mich rausgedreht. Bitte geh weg, Lando Norris. Ja, er ist so geil. Er geht sich einfach immer noch rein. Was für ein Arschloch. Das hat er einfach eher. Oh, man kann auch nach links gucken, nicht nur nach hinten. Alter, das ist ja so krass. Ey, cool. Oh mein Gott, ja, das ist eine richtige Verbesserung. Man kann nicht nur, ich dachte, man kann nur nach hinten gucken, aber man kann auch nach links und rechts. Oh ich mein schwitz Gott, das ist geil. Da muss deine Hände wieder putzen. Ja, mach ich gleich. Fast, ich habe ihn nur abgedrängt. Du musst so ordentlich in die Eisen gehen, damit er nicht in der Wand landet. Ja, so soll es auch sein, Hurensohn. Oh Gott. Ups. Oh ja. Ups. Oh. Oh. Er ist noch hinter mir. Ja, der ist doch hinter dir. Gut erkannt. Und der Frontflügel, was sagt er? Geht. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Ich werde gleich in der Wand sein. Zum Schlachter. Sag mal, was macht ein Schlachter? Es wird zwar scheiße werden jetzt, die nächsten Runden. Und ich werde gleich in der Wand sein. Und meinen Reifen abfahren wegen dem scheiß Frontflügel. Oh, der holt aber ganz schön auf. Aber ja, die alle allgemein hinter dem... Mieke holen auf. Ach nee, ich stand ja auch kurz auf der Strecke. Hast du nicht gesehen? Mike macht aus dem ganzen Feld jetzt eine Zweiklassengesellschaft. So, ja. Jetzt Hände putzen die kurz. Ersten 7 und dann die. So, anderen Hände geputzt. Jetzt geht's weiter. Boah. Ey, muss ich. Also mit Frontflügel muss ich jetzt hier vom Gas gehen. Da kann ich nicht draufhalten, wie gerade eben. Bitte lass jetzt Trockenreifen kommen. Ich löse gleich sonst einen Safety Car aus. Das ist ein Safety-Car aus. Orangener Frontflügel. Also ich fahre auf jeden Fall nicht an die Box, weil dann wäre das Rennen ja vorbei. Es gibt noch welche, die waren noch dran. Ja, fast alle waren noch nicht an der Box. Ich hoffe, dass die jetzt alle an die Box gehen, ich alle überhole, dann auf Trockenreifen gewechselt wird und ich dann meinen Frontflügel mitmachen kann. Aber ich bin eher... Also wenn ich nicht gleich an der Wand bin, dann... Du schlackerst ganz schön, bin oder? Bin ich schon gut. Sieht das nur so aus? Oh, das sieht nur so aus. Ist alles in bester Ordnung. Ups. Boah, ohne den Frontflügel ist so schwer. Das ist so ein Krebs. Bitte eine Bestzeit, ich brauche den Extrapunkt. Brauche einen Extrapunkt. Almosen für Mai. Fuck! Almosen für Mai. Als ob das keine Bestzeit war. Alter, ich bin schon deutlich schlechter. Rettet nee, Mercedes. Rettet Mercedes. Ja, bitte. Ja, nee, der bessere Fahrer von Mercedes holt ja die Punkte. Valtteri. Ja, ja, gerade schon. Bottas. Aber der Affe war ja noch nicht an der Box. Ich bin jetzt wieder an Gasly dran. Ich fahre jetzt Gasly gleich wieder rein, dann fahre ich mir auch die linke Seite kaputt. Dann muss ich auch noch zweimal in die Box. Ah, erstaunlich, wie hast du das gemacht? Hast du gerade irgendwie wieder so einen Cheat angemacht? Du warst doch gerade voll schlecht. Ja, ja. Wieder ran. Also ich komme richtig gut ran. Die Lenkassistent ist wieder an, glaube ich. Nee, ich habe mich an den Frontflügel gewöhnt. Er lässt den Computer fahren. Ja, stimmt. Das hätte ich halt auch. Ich muss beim Start, ab jetzt lasse ich immer den... Beim Start! Dann kann ich auch wenigstens starten. Passiert mir das nicht. Aber das ist dumm, den Start schneide ich halt immer mit rein. Musste gut. Ups, gerade doch zufällig rausgeschnitten.
Musst du gut kaschieren können. Der Start jetzt doch mal eben nicht reingeschnitten. Das jedes Rennen. Ich bin einen Fehler unterlaufen, Leute. So, das Wichtigste vom Rennen. Einfach weggelassen. Ja. Das Wichtigste vom Rennen, oder? Du nimmst deinem Vordermann. Ja, für Jan und mich, ja. Das ist ja der Start immer, das ist sowieso das Wichtigste vom Rennen, weil es auch das Einzige ist. Ich hab noch nie eine Flagge gesehen. So, hier kam gerade die Info beim Zuschauerdings, dass jetzt hier so Boxenstoppfenster sich öffnet für Intermediates. Okay, geht in Ordnung. Das heißt, vielleicht gehen jetzt gleich die ersten an die Box. Ja, nächste Runde, diese nächste Runde, ja. Ja, und dann noch ein paar Runden. Und dann gönnt der Trockenreifen. Ich meine, es sieht aktuell absolut nicht danach aus. Aber das ist egal. In einer Runde ist trocken. Ja, nicht in einer. 6, 7. Das ist in Ordnung. 6, 7 Runden nehme ich mit. Hör mal, da ist schon der Point of No Return. Was denn für ein Point of No Return? Warum holt eigentlich Lando Norris wieder auf und ich komme nicht an Gasly vorbei? Das ist so eine freche Kombi, gell? Die da vorne ziehen weg und die halten mich auf. Ja. Viel besser, solche Hurensöhne. Ja, das ist halt mein Teammate, ne? Ja, eben. Hässlich einfach. Den hast du gerade auch angerufen. Weil eigentlich der aufhört, ist der Raikö. Ja, das stimmt wirklich. Der arme Gasly. Aber das Gasly da auch nicht vorbei. So, jetzt gib mal Gas. Ich kann hier nicht so viel Gas geben. Ach. Gib mal Gas, damit du Gasly hier einholst. Ist der Frontflügel. Schallert richtig rein hier. Raikön, fahr bitte an. Ohne. Ja, Raikön zieht ab. Raikön zieht ab. Ist auch in der Box. Ich liebe Raikön dafür, dass er jetzt endlich sich verpisst. Zwei Runden bis zum Boxenstopp-Fenster. Für den nächsten Stint bekommst du Intermediates. Das ist Gasly halt immer noch. Trockenreifen da. Auf. Ja, oder? Sieht absolut nach Trockenreifen gerade aus. Kannst mich richtig gut. Am besten bringen. Rot. Vettel hat auf Blau gewechselt. Ach, jetzt kann man wieder nach hinten rum. Scheiße. Oh, da war der Fall. Oh, und aber jetzt. Ich hab, Alter! Unfair! Ja, ich kann nicht bremsen! Oh mein Gott, du schießt mein Teammate in die Wand. Ich kann einfach nicht bremsen. Ihr seid immer noch gleich auf. Ach nee. Ey, jetzt schiebt er mich. Noch einer. Jetzt schiebt er mich. Nee. So eine Hurenscheiße. Jetzt, ja, so kann ich jetzt gar nicht mehr fahren. Jetzt kann ich gar nicht mehr fahren. Jetzt muss ich an die Box. Ist das scheiße, Mann. Dreck. Ja, da kannst du wieder, bestimmt schon wieder einfahren. Aber du machst einen schönen Battle jetzt hinter dir raus. Ja. Und jetzt schon 4, 5, 6, 7 kommen jetzt. Ich fahr gleich in die Wand. Gerade an der Box sind direkt wieder da. Also das hat jetzt nicht so viel gebracht, Mike. Ach. Ey, ich hab vorm Bremspunkt gebremst. Deutlich vorm Bremspunkt. Aber die können gleich noch ein Safety Car auslösen. Hoffentlich. Also so wie du fährst, kommt gleich ein Safety Car. Halt die Schnauze. Jo. Das ist spannend hinter dir. Hm, ja. Jetzt ist Bottas noch an der Box. Ich kann jetzt noch warten. Ach du Scheiße, ich komme hier nicht durch. Ach du Scheiße. Das ist so sad gerade. Du hast so einen Stau hinter dir. Ey, mach Platz, geh weg! Ich will an die Box. Ja, jetzt kommt Perez und zieht einfach vorbei. Zieh alle weg. Oh Gott! Oh Gott! Upsi! Ich konnte nicht lenken. Krank, der Mercedes-Fahrer. Ich konnte nicht lenken, was soll ich denn machen? Synchro. Ist das frech.
Er fährt in der Box und denkt sich, Flügel ist sowieso schon Schrott. Fahr raus, fahr jetzt raus. Scheiß auf Lenken. Aber deine Undercut-Strategie, die hat echt gut funktioniert. Ja, weil ich jetzt nochmal in die Box musste. Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Das hätte so brand safe funktioniert. Oh mein Gott, Aus- und Notausgang. Er ist in den Reifen warm. Ja. Dieser Mercedes war aber egal. Ah, ich hab grad gar keinen Spaß mehr. Ja, ich fahr jetzt gleich gegen die Wand, das macht doch eh keinen Sinn mehr. Ah, vielleicht kommt noch Safety Car. Ja, das wäre mein einziges Glück. Aber dafür solltet ihr ja auf der Strecke bleiben. Wir haben das schon geholfen. Ja, wir wissen ja, du kannst es auch auslösen, haben wir ja gerade mitbekommen. Es hätte fast geklappt. Oh mein Gott. Immerhin kannst du jetzt keine Autos hinter dir mehr kaputt machen. Ja, nice. Und der vor dir ist 3 Sekunden vor dir. Nee, 4 fast. Ja, bald nicht mehr. Dann ist ewig Pause. 15 Sekunden Abstand zum Führenden. Ja, ist er gleich hinter mir, dann kann ich ihn doch kaputt rammen. Ja, ich hab ja einen Mercedes, also ist ja ganz easy jetzt. Ja, hat man gerade gesehen. Ist ja total einfach, guck mal, wie ich hier durchpace. Jetzt schon wieder unter 3 Sekunden. Aber Kevin, mach noch so ein bisschen. Ach du Scheiße! Ja, das ist ja voll easy. Was hat er für einen Schied an, dass der Reifen nicht abfällt? Alter, was war denn das, bitteschön? What the fuck? Oh mein Gott. Er fährt gleich über seine eigenen Teile drüber. Was war denn das? Das war ja absolut lustig. Was ist da denn passiert? Wir haben zickzack gefahren. Aber es war klar. Also, immerhin bin ich... Wie viele Runden war ich denn eigentlich jetzt unterwegs? 12? Na, ein bisschen länger, glaube ich. Nee, schon ein bisschen mehr. 14, 15. Ich glaube schon so um den Dreh. Also immerhin war ich ein bisschen draußen. Davon waren 8 Safety Car. Wenn ich den Frontflügel nicht geschrottet hätte vorhin, ja, das stimmt auch, dann hätte ich safe vielleicht eine Strategie noch irgendwas tauschen können oder so. Aber es war von Anfang an klar. Ich habe schon 5-mal gesagt, dass ich einfach rausfliegen werde, so wie es die anderen auch gemacht haben. Und dementsprechend wird das nichts. Leclerc holt mich jetzt wahrscheinlich sogar auf in der Rangliste in der Tabelle. Müssen wir nächste Folge mal drauf gucken und ansonsten bedanke ich mich jetzt dann fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns in Kanada zu Sonnenschein, zu einem schönen Rennen, wo wir dann wieder vorne mitfahren können. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.